Jo Leute, was geht ab und wir reagieren heute auf einen Tag im Leben der reichsten Streamerin der Welt, auf Corinna Kopf. Ich bin sehr gespannt, ich kenne sie eigentlich nur von TikTok und von ein paar, ja, sagen wir mal eher so Veräppel-Videos von anderen YouTubern. Abonniert gerne den Channel, lasst gerne einen Daumen da und wir starten direkt los ins Video. What is going on? Hello? Die weint doch, oder? Stop! I'm going to freak out! Casually, like... Aber ich habe auch gehört, dass die nicht nur diese seriösen Seiten macht, sondern auch, ja, so, ihr wisst schon, Only und so weiter. On the phone with Das Tiki. War gerade die Streamerin Corinna Kopf, die eben innerhalb weniger Minuten hat einen sehr deutschen Namen, Dollar nur durch Donations von Usern auf Twitch eingenommen krank. Hat. Solche großen alle Spenden sind für die hauptberufliche Streamerin absolut keine Seltenheit mehr. Denn die Amerikanerin mit deutschen Wurzeln konnte von ihren Streaming-Einnahmen nicht nur ein gutes Leben führen, sondern hat sich einen millionenschweren Reichtum aufgebaut, den sie auch äußerst gerne auf ihren Social-Media-Profilen teilt. So hat das ehemalige Model beispielsweise an ihrem Geburtstag tatsächlich $25,000 in einem Stripclub verballert oder lädt all ihre Freundinnen auf einen teuren Urlaub auf einer Yacht ein. Grund genug für uns einmal genauer hinzuschauen und euch einzigartige Einblicke in den Alltag der reichsten Streamerin der Welt zu geben. Dabei zeigen wir euch unter anderem, wie Corinna sich sofort bewegt, denn Spoiler Alert, sie hat nicht nur eine Schwäche für schnelle Autos, sondern ist auch gern ganz exklusiv in der Luft unterwegs. Ebenfalls verbringt sie ihre freie Zeit am liebsten mit bekannten YouTube-Stars und hat zu all dem auch ein paar ganz bodenständige Hobbys. Also seid gespannt und bleibt dran hier bei Wissenswert. Ein typischer Tag im Leben von Corinna Kopf beginnt immer genau hier in ihrem Bett. Die Streamerin wacht aktuell morgens allerdings weder in einer edlen Villa auf, noch schläft sie überhaupt in einem Haus. Corinna wohnt nämlich zurzeit auf einem Parkplatz in einem eigenen Wohnmobil, das sie nur für sich alleine nutzt. Allerdings lebt sie nicht im Wohnmobil, um so durchs Land zu reisen oder wegen dem minimalistischen Lifestyle. Ganz im Gegenteil, die Multimillionärin wartet aktuell nur darauf, dass ihre neue gigantische Luxusvilla fertiggestellt das wird, soll sie deren werden? Bau sie mehrere Millionen. Wow, da kannst du dir allein vorstellen, was diese Frau allein verdient. Ich meine, mehrere Millionen und so weiter. Und dann, ein normaler zieht dann, keine Ahnung, irgendwie eine Wohnung oder so. Die stellt sich in einen fetten Luxus-Wohnwagen da vor die Tür auf den Parkplatz und so. Muss mal Dollar gekostet hat. Das Wohnmobil ist also nur eine Übergangslösung. In dieser steht Corinna morgens jedoch nicht ganz alleine auf. Obwohl sie Single ist, teilt sie sich ihr Bett. Und zwar mit ihrem Hund Karl, der für Corinna der größte Schatz ist. Der kleine Hund hat sogar ein eigenes Instagram-Profil mit über 100.000 Followern und ist so selber ein kleiner Star. Nachdem die beiden aufgestanden sind, zieht Corinna Karl erstmal etwas an, macht sich selber fertig und kommt dann zum Frühstücken. Die Streamerin ernährt sich recht gesund und isst meistens nur etwas Obst zum Frühstück, da ihr das, wie sie selbst sagt, morgens meist schon ausreicht. Neben Frühstücksbowls steht Corinna Kopf vor allem auf Fruchtsäfte und bestellt sich, wie sie einmal selbst erklärte, fast jeden Morgen einen Smoothie zu sich nach Hause. Der Grund, warum sie sich so gesund ernährt, hat auch mit ihrem Job als Streamerin zu tun. So weiß sie, dass vor allem ihr attraktives Aussehen viele ihrer Fans dazu bringt, Corinna zu verfolgen. Um sich in Form zu halten, geht es an manchen Morgenden dann auch erstmal ins Fitnessstudio. Jedoch nimmt sich Corinna bei ihren Workouts meistens nicht auf. Und auch ihr gesundes Essen teilt sie nicht auf sozialen Netzwerken. Das hat den Grund, dass das, wie sie selbst sagt, nicht zu ihrem Image passe. Corinna will nämlich nicht wie eine typische Influencerin rüberkommen, die sich überdurchschnittlich gesund ernährt und viel Fitness treibt. Sie will für ihre Zuschauer wie ein Kumpel wirken, der Spiele zockt, nicht so sehr auf Ernährung achtet und macht, worauf er Lust hat. Wie viele andere weibliche Streamerinnen. Natürlich klar, ich meine, so da fängt sie auch schon die Kleinsten wahrscheinlich ein. Ja, trotzdem, ich habe noch nie irgendeinen Streamer so gehört. Also habt ihr, verfolgt ihr die so? Ich habe keine Ahnung.
hat Corinna nämlich vor allem männliche Fans und genau dessen ist sie sich auch voll bewusst. Deswegen dreht sich auch ihre nächste Tagesaktivität nur darum, ihren Fans etwas zu bieten und zwar wortwörtlich. Viele männliche Fans bezahlen ihr nämlich inzwischen Geld, um Corinna in allen möglichen Posen ansehen zu können. Und so verbringt die 26-Jährige die meisten Vormittage erstmal damit, relativ freizügig vor der Kamera zu posieren. Die Bilder und Videos, die sie dann in ihrer Wohnung oder aktuell auch am Wohnmobil aufnimmt, lädt sie dann auf ihrem OnlyFans-Profil hoch. Und alleine mit einem Foto, auf dem sie leicht bekleidet zu sehen ist, soll Corinna schon unfassbare $200.000 verdient haben. Das ist ja krank, Mann. 200.000 für ein Foto, das ist echt sehr, sehr viel. Bist du narrisch? So viel, wow, das ist ein Wahnsinn. Ihr OnlyFans-Account zählt nämlich zu den größten und beliebtesten der Welt. Und so verdient sie bereits an einem Vormittag mit geringem Aufwand mehr als die meisten Menschen auf der Welt in einem ganzen Jahr. Natürlich gönnt sich Corinna auch einiges für ihr Geld, wie man schon bei der nächsten Tagesaktivität feststellen kann. Denn für ihr Mittagessen geht sie nicht nur gern in die angesagtesten Restaurants in Los Angeles, sie nutzt dabei auch die ausgefallensten Transportmittel. So besitzt sie nicht nur einen Porsche Boxster im Wert von 80.000 Euro, sondern sogar einen Ferrari F8, der sie ganze 300.000 Euro kostete. Oh fuck, da muss sie sogar zwei Vormittage Bilder hochladen. Wahrscheinlich in einem Tag hat sie wie das doppelt drin. Wie auch einen schwarzen Lamborghini Urus, der sie angeblich durch Vollausstattung und Tuning sogar eine halbe Million Dollar gekostet dieses haben soll. Auto? Ebenfalls hat sie sich auch noch mehrere getunte Muscle Cars gekauft, da sie, wie sie selbst sagt, ein riesiger Autofan ist. Mit einem dieser Autos, meistens dem roten Ferrari, geht es dann mittags im Stadtteil West Hollywood zum Essen. Doch manchmal ist sie auch außerhalb der Stadt und fliegt gelegentlich nur für gutes Essen und einen aufregenden Nachmittag durch die ganze USA. Denn Corinna hat nicht nur eigene Autos, sie ist eine der einzigen Streamerinnen, die sogar ein eigenes Privatjet besitzt. Die Gulfstream G650 kostet Corinna in nur einem Jahr übrigens auch mehr als ihr teuerstes Auto. So zahlt sie 600.000 Euro im Jahr an Leasinggebühr, Betriebskosten und Pilotengehalt. Tatsächlich nutzt Corinna ihre eigene Gulfstream-Maschine auch so locker wie ein Auto und fliegt ganz spontan mal mit Freunden nach Las Vegas. Das ist so abgehoben. Man fliegt einfach so von dort zu dorthin. Das Leben hat bei denen anscheinend einen komplett anderen Wert. Ich meine, du fliegst dann, ach, lass uns jetzt mal nach Las Vegas fliegen, so ganz spontan. Du sagst so, ein normaler Mensch würde sagen, so, ja, gehen wir heute mal einkaufen oder so. Oder vielleicht sogar, wir fahren ein paar Kilometer in eine bessere City oder so. Whatever. Und die so, lass uns heute mal, keine Ahnung, 2 Stunden nach Las Vegas fliegen, um in ein Casino zu gehen. Das ist ein komplett anderes Leben. Das ist ja richtig abgehoben, muss man schon sagen. Aber sie kann es sich natürlich leisten. Nach Miami oder an die Strände von Mexiko, um dann dort zu essen, zu shoppen oder einfach nur zu entspannen. Beim Mittagessen achtet Corinna übrigens meistens darauf, dass sie möglichst wenig tierische Produkte konsumiert. Eigentlich war sie sogar Veganerin, doch da sie immer wieder Heißhunger auf Chicken Wings verspürte, gab sie schließlich auf. Generell versucht sie aber nicht nur Fleisch, sondern vor allem Fastfood zu vermeiden, auch um ihre Figur beizubehalten. Das fällt ihr manchmal, wie sie selbst sagt, extrem schwer. Und so gönnt sie sich gelegentlich auch ganze Mukbang-Sessions, in denen sie Unmengen von ungesundem Essen zu sich nimmt. Manchmal übrigens auch vor laufender Kamera. Wenn sie ihre Nachmittage allerdings zu Hause verbringt, lässt sie es meistens etwas ruhiger angehen. Da Corinna mit OnlyFans und dem Streamen sowie Werbedeals und Produktverkäufen mehrere Millionen Dollar im Monat verdient, verbringt sie ihre Nachmittage nicht selten mit trockener Büroarbeit und Management. Corinna hat zwar einen eigenen Business Manager, kümmert sich um viele Dinge aber immer noch selber. So ist sie beispielsweise bei ihrer eigenen Klamottenlinie sogar in der Entwicklung der Designs tätig, spricht selber mit ihren Werbekunden und bereitet am Nachmittag ganz sorgfältig und kalkuliert ihre Streams vor. Doch bevor wir euch jetzt... Was macht die denn noch alles, Mann? Die macht OnlyFans. Gut, ich meine, ist jetzt keine richtige Arbeit. Instagram natürlich. Twitch. Dann natürlich noch eigene Klamotten.
und trotzdem hat sie noch so viel Freizeit, dass sie einfach mal mittags irgendwo hinfliegt essen. Das ist schon gut ausgemacht. Ihre Streaming-Routine zeigen, kommen wir erst einmal noch zu einem anderen und sicherlich überraschenden Hobby von ihr, mit dem sie immer wieder ganze Nachmittage verbringt. Und zwar hat Corinna das Reiten für sich entdeckt. Und so findet man sie derzeit, abseits vom medialen Rummel, am liebsten auf einer Pferderanch nahe Los Angeles. Dort kann sie abschalten, sich auch um andere Tiere wie Ziegen kümmern und gemeinsam mit ihrem Hund Karl einfach mal zur Ruhe kommen. Falls sie am Nachmittag allerdings cool. mehr Action ja braucht, verbringt cool. sie außerdem gelegentlich auch mal Zeit mit dem YouTube-Star David Dobrik und seinem Vlog-Squad. Gemeinsam mit dem YouTuber unternehmen sie und die Gruppe die wildesten Dinge in Los Angeles. So nutzten sie schon einen Schaufelbagger als Karussell, filmten einen Lügendetektor-Test mit intimen Fragen oder lieferten sich kleine Straßenrennen durch Los Angeles. David Dobrik und Corinna kennen sich übrigens schon lange und durch den YouTuber kam Corinna, die eigentlich Model war, mehr und mehr dazu, auch selber Content hochzuladen. So lernte sie übrigens auch den Streamer Tfue kennen, kam mit ihm zusammen und begann selber Tfue? Spiele wie Fortnite vor Zuschauern zu spielen. Auch wenn das Paar inzwischen getrennt ist, so blieb Corinna dem Gaming und auch dem Stream treu. Jeden Abend nimmt sie sich dafür immer mehrere Stunden Zeit. Dass die mal was miteinander, das ist ziemlich cool, beide. Spielt für ihren Zuschauern Overwatch, Geogesser, Fortnite oder reagiert auf Videos. Dabei hat sie eine unglaubliche Fangemeinde und bekommt so auch von anderen erfolgreichen Streamern regelmäßig Spieleeinladungen. Viele andere größere Streamer reißen sich nämlich förmlich um die schöne Gamerin. Dabei ist sie selbst gar nicht auf den größten Plattformen wie Twitch oder YouTube aktiv, sondern auf Facebook Gaming. Das soziale Netzwerk hat einen teuren Exklusivvertrag mit ihr geschlossen, der sie zu einer der bestbezahlten Personen der ganzen Plattform macht. Neben dem Gaming verbringt sie ihre Streams auch gelegentlich damit. Ähnlich wie, Ninja mit Mixer damals. Ja, dürfte dann doch mit Facebook Gaming ein bisschen besser funktionieren, weil ja Mixer dann trotzdem nicht irgendwie geliebt wurde von den anderen. Mixer war ja trotzdem irgendwie, konnte trotzdem keiner lernen. Ich weiß nicht, wird ganz offen über ihr Leben zu reden und wird dabei manchmal auch sehr ernst. Just denn chatting. Auch wenn Corinnas Leben auf viele jetzt sehr traumhaft wirken könnte, so hat die Streamerin schon einiges durchgemacht. Als sie noch ein Kind war, verlor sie auf tragische Weise ihren größeren Bruder und auch ihre Familienverhältnisse waren nicht immer ideal. Vor allem für solche Real Talk Streams, in denen sie auch über ihre Probleme redet, wird Corinna von ihren Zuschauern sehr geschätzt. Übrigens hat die Streamerin natürlich überall ihre Gaming-Ausstattung dabei. Und so wurden auch als erstes bei ihrem Umzug in das riesige Wohnmobil ihre Bildschirme und ihr Zubehör aufgebaut. So, dass sie auch in ihrem rollenden Zuhause ihre Arbeit perfekt nachkommen kann. Und womöglich hat sie sogar das beste Wohnmobil-Gaming-Setup der Welt. Doch irgendwann endet auch für Corinna der Tag. Nachdem die Streamerin also völlig erledigt nach mehreren Stunden zocken ihren PC ausschaltet, geht sie wieder mit ihrem kleinen Hund Karl ins Bett. Oh mein Gott, das passt doch nicht mal. Nach mehreren Stunden Gaming völlig erledigt. Also ich war noch nie erledigt nach Gaming. Gut, ich meine, sie redet ja ein bisschen was, aber das mache ich auch mit meinen Teammates. Also ob das jetzt erledigt ist, lass mir mal aus dem Fit für den nächsten Tag zu sein, der sicher wieder viele spannende Erlebnisse mit sich bringt. Und das war's nun auch schon mit unserem Video über die erfolgreichste Streamerin der Welt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr Corinna schon kennt, sie vielleicht sogar mal verfolgt habt oder ob euch ihr Name eventuell auch gar nicht sagt. Ansonsten lasst uns gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich habe sie auf jeden Fall gehört, also vom Hören und auch teilweise Sehen natürlich gekannt, aber natürlich kannte ich ihre Geschichte nicht und vor allem, dass man 200.000 auf OnlyFans verdienen kann mit einem Bild. Wusste ich auch nicht. An einem Tag wusste ich auch nicht. Aber gut. Ich kenne sie persönlich gar nicht. Also unique einen Channel. Kennt ihr sie und verfolgt ihr sie? Also englische Streamer und so weiter ist ja immer eine Problematik. Lasst gerne da hinten rum. Dann schaut unbedingt gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.